Warum gibt es so viel Leid unter den wiedergeborenen Christen? Warum passieren so schreckliche Dinge auch in der Gemeinde Gottes, in der Ekklesia? Warum lässt Gott das zu in seiner Gemeinde? Dabei geht es jetzt nicht um Leid, um des Namens Christi willen, also Leid, das aus der Nachfolge Christi resultiert, wie zum Beispiel Spott oder Verfolgung. Es geht auch nicht um Leid, um der Gerechtigkeit willen, also Leid, das daraus resultiert, wenn man nach den Prinzipien Gottes lebt, sondern es geht um Krankheit, Todesfälle, Unfälle, schreckliche Dinge, die in der Gemeinde Gottes passieren. Nun, Gott verfolgt zwei Dinge. Erstens die Stärkung des Glaubens durch Leid. Durch Leid stärkt Gott den Glauben bei den wiedergeborenen Christen. Und zweitens Läuterung. Das heißt Züchtigung, das heißt durch Leid erreicht Gott, dass er Dinge aus unserem Leben nimmt, die ihm nicht gefallen, die gegen ihn sind. Das sind die zwei Gründe, warum es Leid gibt in der Gemeinde. Zum einen Stärkung des Glaubens und zweitens Läuterung.